Yo Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Play Zelda A Link Between Worlds. Im letzten Part habe ich es bis vor den Ostpalast geschafft und da habe ich sogar vor dem Eingang noch Osfala getroffen. Ihr wisst schon, der Schüler von Sahasrara. Und ja, der hat irgendwie so gemeint, na, er wird nicht zurückkommen, er wird sich selber um Yuga kümmern, falls es überhaupt Yuga ist, der hier in den Ostpalast gegangen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er es ist. Und, oh, da ist noch eine Schatztruhe. Mal sehen, kriege ich die überhaupt? Ich glaube, die werde ich gar nicht bekommen können. Ich springe nicht so dumm rum. Nee, die bekomme ich so eh nicht. Na, kein Problem, die hole ich mir irgendwann später. So. Na dann, Leute, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt in den ersten Dungeon des Spiels, in den Ostpalast. Also, los geht's! Ostpalast. Okay, ein Dungeon, der bereits in A Link to the Past vorkam. Und der aber hier natürlich ein bisschen anders jetzt funktioniert. Also er hat insgesamt zwei Stockwerke, das könnt ihr eh unten auf der Karte sehen. Ich bin gerade im Erdgeschoss. Dann gibt es noch ein Obergeschoss 1 und ein Obergeschoss 2, wo sich der Boss aufhält. Also in diesem Fall gibt es keine Karte, die wir finden können, weil wir die schon von Anfang an haben. Das Einzige, was wir hier finden werden, das ist der Kompass, der uns dann die ganzen Schatztruhen anzeigen wird. Und natürlich wieder einen großen Schlüssel, um die Tür zum Bossraum zu öffnen. So, hier sehen wir schon, die eine Fliese schaut ein bisschen nach oben. So, ist ein Schalter, Tür offen. So, allerdings ist hier nur ein bisschen Geld und hier könnte ich theoretisch... Ach, die kann ich nicht mal verschieben. Na gut, dann nicht. So, und hier... hier ist natürlich nichts, aber ich habe ja von Ravio den Bogen ausgeliehen, deswegen kann ich hier einfach... Zack! Aha! So, wie war das nochmal? Ach so, ja genau, von hier jetzt einfach... Zack! Gehen wir nochmal zurück. Das haben wir hier. 20 Rubine! Yay! Na bitte, schon habe ich wieder über 100 Rubine. Und die kann ich, wie gesagt, eh gut brauchen. Und ich denke, das müsste sich eigentlich in diesem einen Part sogar ausgehen, dass ich den ganzen Ostpalast schaffe, weil, ich sag's mal so, die ersten Dungeons in diesem Zelda sind relativ kurz gehalten. Wow! Vorsicht! Ja! Sind relativ kurz gehalten, also da ist man relativ rasch durch. So, hier brauche ich einen Schlüssel, der andere Tür ist zu, aber dann gehe ich halt nach links, to the left. Oh oh. Na gut, das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz hier. Was wollt ihr denn? Zack und zack. Und das war's. So, Tür ist auch offen. So, nur, ihr seht schon, ich komme nicht an die Schatztruhe ran, weil die da oben ist. Aber ich sehe gerade, ich kann ja hier unten auch durch. Haha, seht ihr? Da muss man immer ein bisschen mitdenken. So, was haben wir hier drin? 20 Rubine, yay! So, und wieder zurück. Diesmal hier durch. Einmal rundherum und push the button. So, und jetzt kann ich hier natürlich noch... den Kompass bekommen! Du hast den Kompass erhalten. Jetzt sind auf der Karte Schätze und verschlossene Türen sichtbar. Ja genau, verschlossene Türen werden mir jetzt unten auch angezeigt, wie ihr sehen könnt. Also in dem Raum rechts ist noch eine Schatztruhe. Im Obergeschoss 1 gibt es noch 4 Schatztruhen. Und im Obergeschoss 2 ist wie gesagt nur noch mal der Boss. Alles klar. Ein bisschen gelb und wow. Ach, das war fies. Das war gerade richtig fies. Ja, Vorsicht. Warten, warten, warten. Da kommt immer so eine große Kugel noch. Alter. Wo kommen die überhaupt her? So, jetzt muss ich das leider nochmal machen, wegen meiner Gier. Ja, meine Gier wurde gerade bestraft. Ich wurde davon runtergeschubst. Das geht so nicht. Ich wollte halt die Rubine haben. So, eigentlich muss ich hier rüber und push the button. Yeah. Tür offen. Also anfangs sind die Rätsel noch relativ simpel, aber ihr könnt mir glauben, Nintendo hat sich gerade für dieses Zelda richtig geile Rätsel einfallen lassen. Also in den späteren Dungeons jedenfalls.
gibt's richtig geile Rätsel. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Und ah, da ist ja noch ein Schatz. So, warte, erstmal zack und zack. Und meins. So, du hast deinen kleinen Schlüssel erhalten. Damit kannst du eine verschlossene Tür öffnen. Ja, was wäre... Oh, fies. Also, okay. Ich meine, was wäre Zelda ohne die... Du bist schon. Ah, Geheimgang gefunden. Und oh, hier haben wir gleich mal eine Feenquelle. So, und jetzt zeige ich das mal ganz kurz mit dem Kescher, den ich ja hier habe, ne? Kescher, ein Netz zum Fangen von Bienen, aber auch zum Fangen von Feen. Und meine erste leere Flasche habe ich ja auch gekauft, also Achtung. So, muss man ein bisschen näher ran, so, schwupps. Eine Fee, mit ihr an der Seite brauchst du keine Angst mehr zu haben. Was möchtest du tun? Ja, in eine Flasche. So, die ist jetzt in meiner Flasche drin. Hier, Fee. Füllt 5 Herzen auf. Wenn du besiegt wirst, heilt sie dich automatisch. Also, ganz so super toll sind die Feen in diesem Zelda leider nicht. Die füllen nur 5 Herzen auf. Das ist eigentlich voll wenig. Aber dafür, wenn ich, wie gesagt, K.O. gehen sollte, dann werde ich automatisch wiederbelebt, so wie in jedem anderen Zelda auch. Und soweit ich mich erinnern kann, hatte hier in diesem Zelda-Teil sogar jeder Dungeon seine eigene geheime Feenquelle. Also die hier war jetzt nicht allzu geheim, die hat man relativ leicht gefunden, aber in den anderen, ja. Wenn man's weiß, dann ist es gut, wenn nicht, dann auch egal. So, und jetzt machen wir hier gleich mal die Tür auf. So, open the door und weiter geht's. Ab nach oben. So, Obergeschoss 1. Und, oh, weia. So, Knöpfchen gedrückt und ach so. Kommt mir nur nicht zu nahe. Wirbelattacke. Haha. Gut, hier ist jetzt noch ein grüner Kreis erschienen. Mit dem kann ich mich wieder zum Eingang teleportieren. Das ist mehr oder weniger so eine Art, ne Checkpoint würde ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach ein Teleportfeld. Quasi mehr oder weniger immer... In etwa in der Hälfte des Dungeons bekommt man das, wenn man halt ein paar Bosse besiegt. Also ein paar kleine Bosse halt, so ein paar kleine Gegner halt, Mini-Bosse oder irgendwie so. Der richtige Boss wartet ja auch noch eine Ebene weiter oben auf uns. So, links oder rechts, ich weiß gar nicht mehr. Gehen wir mal nach rechts. Oh, na super, hier werden wir gleich mal mit Pfeilen beballert, das ist nicht so toll. Ja, Vorsicht. Aber ich habe ja meinen Schild, kann ich ja die Pfeile abwehren. Hehe, aber Vorsicht. Haust du ab. So, Knöpfchen gedrückt und ja, sehr gut. Aua, das war nicht so gut. Okay, so, Moment mal. Achso. Geht so nicht, geht nur von oben. Oh, und hier käme ich sogar schon zum Boss. Das ist die große Tür. So, weil jetzt brauche ich erstmal wieder meinen Bogen. Meinen Leihbogen, den habe ich ja nur geliehen. So, zack, und... Ah, ja. So, das ist zu weit unten. Oh, oh. Geht du weg. So, von hier. Ne, das geht nicht. Das geht ja auch nicht. Ne, schade. Ah. So, aber jetzt... Na super, da kann sich nicht entscheiden, oh, werde ich jetzt lebendig oder nicht? Und oh, ich bin runtergefallen. So ein Trottel. So, hier brauche ich ja leider auch einen kleinen Schlüssel, aber... So, nee, das geht ja auch nicht. Wie war denn das nochmal? Das sieht aus, als könnte ich hier so rein. Wartet mal. Wartet. Nee, das geht auch nicht. Mal überlegen. Hier komme ich jetzt nicht hin, da muss ich wohl doch, dann bin ich doch... in die falsche Richtung gegangen. Da muss ich erstmal nach links, weil mir ein Schlüssel fehlt. Hier gibt es zwar auch eine Truhe in diesem Raum, aber ich glaube, die bekomme ich jetzt noch gar nicht, oder? Ach doch, okay. Ich muss nur alle Gegner besiegen, habe ich voll vergessen. Peinlich, peinlich. Oh, wie, du hast dein Monsterherz erhalten. Das hat die Konsistenz von Trockenfleisch. Ist ja eklig. Aua. Das war gerade schmerzhaft. Ja, solche Monsterherzen, die werde ich immer wieder finden, wenn ich Schatztruhen öffne oder wenn ich Gegner besiege. Die kann ich später dazu verwenden, um Tränke zu brauen. Gibt natürlich wieder eine Hexe hier in diesem Spiel und die kann mir Elixiere brauen und deswegen sollte ich von dem Zeug auch relativ viel sammeln. Und, Vorsicht, aber... Ah, eine Treppe. So, ganz schnell, bevor die wieder weg ist. Wow!
Holy shit. Nein! Ha. So, Vorsicht, Vorsicht. Hier ist noch so ein Ding zum Drücken. Aha. So, Moment mal. Warten, 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 warten. Hier ist nämlich noch ein Ding. So. Vorsichtig. Ah, Herz. Sehr gut. Und noch so ein Monsterherz. Ich sag's ja. Werde ich relativ viele finden. Und was haben wir hier? Ah, für die Tür. Sehr gut. Weiter geht's. Ah, jetzt bin ich... Moment mal. Hä? Jetzt bin ich ja wieder hier. Was zur Hölle? Ja, Klick, klick. Es geht doch gar nicht. Hä? Was zum Teufel nochmal? Hier komme ich ja auch nicht hin, aber ich... Ich kann nicht. Oder geht das nur von... Es geht ja von hier gar nicht. Moment mal. Moment, Moment, Moment. Aber kann ich nicht schräg? Aha! So, ja, aber das bringt mir im Prinzip auch nichts, weil ich hier nicht hoch kann. Ist er denn... Okay, gut. Habe ich mir wieder nicht nachgedacht. Es tut mir leid. So, jetzt kann ich weiter. So, vielleicht bekomme ich hier drüben einen... Schlups, meinen... Aua, hey! Meinen Schlüssel. So, zack. Vorsicht. An E. Das Dorf. Aua. Lass das doch mal. Ha. So, das müsste der kleine Schlüssel sein, den ich brauche. So, wehe, wenn ich mich noch weiter mit Pfeilen abballer. Das geht immer gar nicht hier, oder? Haben die jetzt aufgehört zu schießen? Haben die aufgehört? Ach, die haben aufgehört. So ist es brav. So, Herz bekommen. Und was haben wir hier? Eine kleine Key. Oh yeah. So, noch ein Herzen halt. Ich will mit. Immer schön vorsichtig sein. Drei Herzen sind nicht gerade viel, aber wie gesagt, für Notfall hätte ich eine Fee dabei, aber wer weiß, ob ich sie überhaupt brauche. So. Hier geht's lang. Oh, weia. Okay, die altbekannten Skelette, die Stahlfoss, Typis, wow. Ja, die natürlich gerne mal zur Seite springen, um auszuweichen. Doch mal still. So, einfach in der Ecke drängen, dann könnt ihr eh nichts machen. So, zack und tot. So, Moment mal, ging das eigentlich mit dem Pfeil auch? Ah ja, gut, mit Pfeilen kann man sie eigentlich auch abballern. Oder einfach mit dem Schwert. So. Okay. Große Schatztruhe bedeutet immer wichtiger Schatz bzw. Gegenstand. Also, was haben wir hier? Du hast den großen Schlüssel erhalten. Damit kannst du die große Tür öffnen. Jawohl. Ja, dann brauche ich nur noch mehr zur großen Tür gehen und schon komme ich zum Boss. Zack. Aha. Boah, das ergibt doch gleich mehr Sinn. Okay. Na dann, Leute, macht euch bereit für den Boss, weil kartenmäßig habe ich überall schon alles gefunden. Erdgeschoss ist sauber, Obergeschoss 1 ist clean und im Obergeschoss 2 wartet noch der Boss. Also, auf geht's. Ha! Nach dem ganzen aufgeblasenen Gehabe sieht es auf einmal nicht mehr so gut für dich aus, was? Nun denn, bist du bereit, dann werde ich dich jetzt zu einem meiner Kunstwerke machen. Du solltest dankbar dafür sein, dass das Blut des sieben Weisen in deinen Adern fließt. Oho, was für ein einzigartiges Gemälde, mein Talent ist wirklich unvergleichlich. Oh, wer bist du? Habe ich dich nicht schon einmal irgendwo gesehen? Ach, der kleine Störenfried aus der Kirche, oder? Willst du dich mir etwas schon wieder entgegenstellen? Es spielt keine Rolle. Ich werde dir ein Ende bereiten! Tja, Leute. Yuga ist der Boss des Ostpalastes und wir brauchen natürlich den Bogen, um ihn zu besiegen. So, Achtung. Er kann ja leider in der Wand verschwinden und wenn er wieder rauskommt, dann zack! Und gleich nochmal.
Vorsicht. So, immer in Bewegung bleiben. Zack und zack. Jetzt wird er sauer. Jetzt bewegt er sich, glaube ich, etwas schneller. Aber eigentlich ist der Kampf relativ einfach. Ja, verdammt, ich habe keine Ausdauer mehr. Boah, Alter. Geht's noch mit dir? Genug der Spielchen, du bist lästig. Mal sehen, was für ein Bild du abgibst. Dachte ich es mir, mehr als eine primitive Kritzelei ist dabei nicht herausgekommen. Am besten lasse ich dich da hängen, bis du verblichen bist. So, dann werde ich als nächstes Prinzessin Zelda meiner Sammlung hinzufügen. Der Dimensionsarmreif hat dich gerettet. Er erlaubt dir, Wände zu betreten und wieder zu verlassen. Aber wie ist das möglich? Tja Leute, was sagt man dazu? Der alte Armreif, den wir von Ravio geschenkt bekommen haben, war in Wirklichkeit der Dimensionsreif. Und damit können wir jetzt richtig geile Sachen machen. Das ist mehr oder weniger das Hauptfeature von A Link Between Worlds. Aber jetzt sammle ich erstmal meinen wohlverdienten Herzcontainer ein. Ein Herzcontainer, du erhältst ein weiteres Herz und deine Lebensenergie wird komplett aufgefüllt. So, und ihr seht ja, dass ich hier eigentlich gar nicht mehr wirklich rauskomme, es sei denn, ich nutze jetzt meine Fähigkeit, in der Wand zu verschwinden. Da steht jetzt auch A, betreten, also dann. So, ich bin in der Wand drin. Und solange ich Ausdauer habe, kann ich mich hier an den Wänden lang bewegen. So. Natürlich, wenn ich keine Ausdauer mehr habe, werde ich automatisch rausgeworfen, es sei denn, ich finde sowas hier. Du hast deinen Ausdauerkrug erhalten, damit wird dein Ausdauerbalken wieder voll. So, ein bisschen Geld, aber ich komme hier nicht runter, das heißt... Einfach nochmal zurück, weil hier komme ich ja nicht vorbei, ne? Hier ist ja blockiert. Also die Wand muss auch immer glatt sein, also da dürfen keine Unebenheiten drin sein, keine Risse oder Löcher, weil sonst funktioniert es natürlich nicht. So... Jetzt wieder rein. So, warten, bis sich das auffüllt. Und wieder raus, aber diesmal in die andere Richtung. Ich finde, das ist so ein geiles Feature in diesem Game. Dass man hier einfach in der Wand verschwindet. So. Nicht mit mir. Ihr dachtet wohl wirklich nicht, dass ich da runterfalle. So. Einfach warten. Und wieder raus. So, und hier? Ah, genau. Hier fügen sich sogar zwei Wände zusammen. So, schnell rüber. Und wieder verlassen. Und hier wieder rein. Schwupps. Oh, und schon bin ich wieder drin. Aber ihr seht jetzt unten auf der Karte, es werden mir außerhalb des Ostpalastes noch zwei Schatztruhen angezeigt. Und die möchte ich eigentlich jetzt noch gerne haben. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier drüben in diesen Schlitz in der Wand. So. Dann komme ich nämlich hier raus und hier hätten wir
Boah, du hast 100 Rubine erhalten. Du fühlst dich reich und schön. Reich auf jeden Fall. Schön. Ja, warum auch nicht? Okay. Und wieder zurück. Ich finde das so cool. Also da haben sie sich mal wieder was richtig Geiles einfallen lassen. So, Moment mal. Ach, jetzt bin ich da leider rausgefallen. Shit. Jetzt komme ich da gar nicht mehr ran, oder? Ich glaube, hier nämlich... Nee, es geht ja gar nicht mehr. Verdammt nochmal. Wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? Einen Moment. Zack. Ich müsste doch eigentlich nochmal in den Bossraum rein können. Teleportation. So. Nee, ich nehme lieber den anderen. Den anderen Loom. Aua, Mann. Mistvieh. Ich will nur noch mal gucken. Ich will die Truhe da haben. Also gehe ich jetzt einfach kurz noch mal hier rein. Jo. So. Das muss man doch irgendwie... Ja, von hier komme ich natürlich jetzt nicht hin. Das geht ja nicht. Der ist ja blockiert. Vor allem da unter mir sind sogar noch Rubine. Die will ich eigentlich auch noch einsammeln, weil die sind nicht einfach so auf die Wand aufgemalt. Das sind eigentlich echte Rubine, die in den Wänden quasi drin sind. So. Wie kann man nochmal hier hin? Wie war das nochmal? Ich muss ein bisschen weiter nach unten. Ah, von hier dann einfach. Hier kann ich jetzt nochmal in die Wand rein. So, seht ihr? Jetzt kann ich die Rubine einsammeln. Zack, 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 zack. Schwupps. Ah, und hier ist die Truhe. Und nochmal 100 Rubine. Geil. Boah, inzwischen 465 Rubine. Und jetzt... Nee, aber im Erdgeschoss ist immer noch eine Truhe. Okay, die möchte ich aber trotzdem noch haben. Die will ich unbedingt noch haben. Und dann werde ich aber den Part beenden, Leute. Auf jeden Fall kann ich mit dieser Fähigkeit so geile Sachen machen. So, das muss doch irgendwo... Muss das doch gehen. Weil seht mal, hier komme ich nicht um die Ecke, weil hier ist ja die Wand ein bisschen... Ja, bröckelig, sage ich jetzt mal. Also da funktioniert es jedenfalls nicht. So, la 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 la. Oh nein! So, wie war das nochmal? Irgendwie? Ist man da... Hier musste das doch irgendwo gewesen sein. Ah, vielleicht auf die... Auf die andere Seite. Da drüben. Hier drüben. Hier kann ich ja noch rüber. Ah, na bitte geht doch. Und nochmal 50 Rubine da. Auch beginnen zu funkeln, also. Gut, Leute, jetzt habe ich hier alles gefunden. Ich will nicht gehen, bevor ich hier nicht alles habe. Jetzt habe ich über 500 Rubies. Das ist sehr gut. Okay. Das war's mit dem Ostpalast. Oh, Link, warst du etwa im Inneren des Palastes? Und, hast du Ostfala gefunden? Das ist ja... Auch Ostfala wurde in ein Gemälde verbannt. Jetzt hat es schon zwei der Weisen erwischt. Wie bitte? Dieser Wahnsinnige hat gesagt, als nächstes sei Prinzessin Zelda an der Reihe? Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen die Prinzessin beschützen. Was war das? Oh nein, er ist uns einen Schritt voraus. Link, lass uns schleunigst nach Schloss Hyrule zurückkehren. Was ist das? Uff, das war... Was für eine mächtige Barriere. So gelangen wir nicht hinein. Doch Prinzessin Zelda und Impa befinden sich noch im Schloss. Können wir denn gar nichts tun? Hör mir gut zu, Link. Alles, was bisher geschah, hat sich schon einmal ereignet. Es ist das Echo einer uralten Legende. Der Legende nach wurde das vom Bösen verwüstete Land durch das Masterschwert befreit. Doch es heißt, dass dieses Schwert nur ein Held erlangen kann, welcher die drei Amulette besitzt. Allerdings hörte ich, dass sich eines davon im Besitz von Prinzessin Zelda befinden soll. Und ohne sie haben wir auch kein Amulett.
Das kann doch nicht sein! Das Amulett des Mutes! Wie ist das in deinen Besitz gekommen? Ich verstehe, die Prinzessin hat es dir als Talisman gegeben. Dies kann nur bedeuten, dass du in die Fußstapfen des legendären Helden trittst. Sie muss erkannt haben, dass du derjenige bist, dem es bestimmt ist, das Masterschwert zu erlangen. Nun gut, Link. Die verbleibenden zwei Amulette werden im Haus des Windes und in Heras Turm aufbewahrt. Ich habe beide auf deiner Karte markiert, so solltest du sie leicht finden können. Prinzessin Zeldas Talisman war in Wirklichkeit das Amulett des Mutes. Möchtest du nicht eine kleine Pause einlegen und dein Spiel speichern? Ja, unbedingt, ich möchte sowieso gerne den Part beenden. So, Speichern abgeschlossen. Ich werde die alten Schriften in meiner Bibliothek durchgehen. Dort sollte ich Hinweise auf den Verbleib der Nachkommen der übrigen Weisen finden können. Eile nun, Link, und finde die Amulette. Oh mein Gott, und jetzt kommen hier sogar schon diese fiesen Soldaten aus den Wänden raus. Das heißt quasi, die Zeichnungen wurden lebendig. Und wie gesagt, hier komme ich nicht rein, bevor ich nicht alle drei Amulette habe. Also werde ich jetzt erstmal das Schloss wieder verlassen. Soll vielleicht lieber zu meinem Haus... Ja, zu meinem Haus zurückgehen. Okay, Leute. Dann sage ich mal recht herzlich danke wieder fürs Zugucken. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit der Suche nach den beiden anderen Amuletten, die ich natürlich finden werde. Also, bis zum nächsten Mal bei Zelda A Link Between Worlds. Macht's gut, Leute. Ciao!